In der Vorarlberghalle steht die VU Feldkirch dem AHL-Tabellenschlusslicht ECKC2 gegenüber. Was nach Pflicht aussieht, wird für die VU zur Kür, denn die jungen Kärntner halten gleich im ersten Drittel ordentlich dagegen. Draschkowitz nagelt das Teil an die Stange, viel Defensivverkehr vor dem KAC-Tor. Auf der anderen Seite wird probiert, aber Kaffi beweist sich wieder einmal als Rückhalt der VU. Die VU kommt immer wieder zu aussichtsreichen Positionen, die Rotjacken in der Defensive aber stets aufmerksam. Energischer Vorwärtsdrang in Rot-Weiß, die Feldkircher müssen sich vehementer wehren, als ihnen lieb ist. Doch torlos werden zum ersten Mal die Seiten gewechselt. Im Mitteldrittel spielen die Feldkircher agiler, allein der Abschluss will nicht gelingen. Nicht zuletzt durch die starken Hüterleistungen von Vorauer. Doch dann die Minute 27. Die Hausherren im Powerplay, der KC-Kasten wird umzingelt. Kurzer Pass von Wiedmeier, Witting zieht durch und der sitzt. Vorlauer erstmals geschlagen, 1:0 für die Montfortstädter durch den wuchtigen Schuss von Marcel Witting. Die jungen Rotjacken legen nochmals einen Zacken zu, finden aber gegen die solide Feldkircher Hintermannschaft kein Mittel. Und so bleibt Wittings Tor der einzige Treffer im zweiten Spielabschnitt. Alles entscheidende Schlussdrittel. Die Kärntner wittern den Ausgleich, spielen energisch nach vorne. Aber Kaffi lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Genauso will die VU die Sache klar machen, doch Draschkowitz kommt die Millisekunde zu spät für die Burnstill-Hereingabe, die KC-Abwehr zur Stelle. Und wieder die Rotjacken. Jennes hält drauf, Kaffi wehrt ab. Aus dem Gestocher an der Blauen geht Stanley als Sieger hervor. Winzig bietet sich an. Und Winzig hält die Schaufel hin. Perfektes Zuspiel und idealer Abschluss zum 2:0 von Dietert Winzig in Minute 45. Das Farmteam des österreichischen Rekordmeisters lässt sich aber nicht entmutigen, kämpft munter weiter. Zirtek mit dem Kracher und den muss auch Alex Kaffi im Netz suchen. Ein äußerst sehenswerter Anschlusstreffer von Philipp Zirtek in Minute 49. Die VU kann die Führung nicht mehr verdeutlichen. Und die Rotjacken kommen ebenfalls nicht mehr am Vorarlberger Abwehrriegel vorbei. Und so bleibt es bei einem 2:1 Arbeitssieg der VU Feldkirch gegen den Underdog vom KAC, der sich über weite Teile der Partie tapfer geschlagen hat. Als erstes mit dem KAC gratuliert, die haben, glaube ich, eine gute Leistung gebracht. Wir leider nicht, wir waren schlecht heute und müssen uns dringend verbessern. Wir haben uns vor Anfang auch ein bisschen unterschätzt und sind dementsprechend noch nicht anständig nachgegangen. Es war auch eine starke Leistung für uns. Also wir müssen auf jeden Fall verbessern, weil sonst wird es ziemlich schwer gegen den Aufsteiger. Ja, Kopfsache war also auf jeden Fall low. Und ich meine, KAC hat heute wirklich das ganze Spiel lang extrem stark gespielt.